Willkommen zu diesem Video. Aber wie du anhand des Thumbnails schon gemerkt haben solltest, ist das ein kleines blutigeres Motiv. Dementsprechend habe ich versucht, einen besseren Soundtrack dafür zu finden. Also falls du darauf sensibel reagierst, ich mache einen kleinen Wortdisclaimer, wann es aufhört. Und der Anfang ist aus dem Stream importiert, also bitte nicht wundern. Danach geht es aber mit normaler Cam und ohne dieses komische Layout weiter. Vielen Dank. Die zweite Türkenbelagerung von Wien. 12. September 1683. Eine weitere Nacht vorbei, eine weitere Schlacht gegen das Osmanische Reich geschlagen. Aber Wien spürte, ihre Kraft neigte sich langsam dem Ende. Ihr Körper trug bereits viele Spuren von den Kämpfen der vergangenen zwei Monate. Die Osmanen und das Osmanische Reich waren unnachgiebig in ihrer Belagerung. Diesmal waren sie verbissener als vor 150 Jahren. Besonders Osmanisches Reich hatte sich zum Ziel gesetzt, Wien zu seinem Eigen zu machen. Wien nahm es nicht hin. Sie würde ihre Stadt, die Hauptstadt von Österreich und sich selbst nicht einfach ihm übergeben. Aber wie lange sollte sie noch standhalten? Es gab kaum noch zu essen in ihrer Stadt, sie hatten hohe Verluste erlitten und ihre Mauer hatte große Schäden abbekommen. Es schien alles auf Sieg für das Osmanische Reich. Doch als Wien mit anderen Soldaten diesmal vom Stephansdom aus Raketen in den Himmel schoss, ein Zeichen für Hilfe vom versprochenen Ersatz her, bekam sie diesmal eine Antwort. Aus dem Wienerwald zündete eine Rakete in die Luft. Das Heer hatte die Stadt erreicht. Es machte sich Hoffnung unter den anwesenden Soldaten breit. Und auch Wien konnte ihren Augen kaum glauben. Ihr Bruder hatte es geschafft, genug Verbündete zu sammeln und kam nun zur Rettung von seiner Schwester. Aber Wien wusste, so leicht würde das Osmanische Reich und sein Großvizier nicht aufgeben. Sie mussten sich morgen auf einen langen Kampf vorbereiten. Jedoch hatten sie jetzt Hoffnung. Morgen würde sich entscheiden und Wien würde alles tun, um für einen Sieg Österreich zu sorgen. Mit einem viel selbstbewussteren Grinsen rief sie den Soldaten zu. Bereitet euch vor, Männer. Bereitet euch vor, Männer. Heute wird uns eine lange Schlacht erwarten. Aber seid versichert. Mit Gottes Hilfe werden wir morgen ohne Osmanen vor unseren Toren feiern. Für Österreich. Diese kleine Rede motivierte die übrig gebliebenen Soldaten und man bereitete sich auf die baldige Schlacht vor, Wien mit eingeschlossen. Ihre Muskette und ihr Degen waren bereit für den Kampf. Als Ernst Rüdiger von Starrenberg hielt sie auf. Er packte ihre Schultern und sprach nun mit einer lauten Stimme. Wien, ich kann das nicht verantworten. Ihr wurdet bei der Explosion schwer verwundet. Es ist ein Wunder, dass ihr sie überhaupt überlebt habt. Ihr mögt eine Hauptstadt sein und viel schneller heilen als wir Menschen. Doch auch eure Wunden sind danach nicht verheilt. Ihr seid geschwächt und könnt sterben. Kaum war es still zwischen der Reichshauptstadt und dem Staatskommandanten, welcher ebenfalls seit zwei Monaten gegen die Osmanen Widerstand leistete. An sich waren seine Bedenken nachvollziehbar. Wiens Zustand war kritisch. Ihre Heilungskräfte durch Hungersnot, Verluste und Schäden in ihrer Stadt so sehr minimiert. Sie würde nicht ohne Namen davonkommen. Und doch. Eure Soldaten kämpfen und sterben für mich, für mein Gebiet, damit wir nicht in dem Osmanischen Reich in die Hände fallen, sprach sie und sah ihm entschlossen in die Augen. Ich werde nicht dastehen und zusehen, wie Menschen für mich sterben. Ich werde mitkämpfen, verteidigen, retten, wen ich kann, und sollten wir fallen, falle ich mit euch. Sternberg war verwundert von der Stärke in ihrem Blick, mit der Entschlossenheit einer Kriegerin. Anders als die wohlherzige Dame, wie man sie sonst kannte. Sternberg wusste, keine Worte würden diese Frau umstimmen können, aufs Schlachtfeld zu ziehen. Er konnte aber Folgendes mitgeben. Dann sterb nicht. Es würde der Moral der Männer schädlich sein. Wien erwiderte daraufhin mit einem Grinsen. Ich werde schon nicht sterben. Ich gab meinem Bruder einst das Versprechen, immer lebendig zu ihm zurückzukehren. Da drehte sie sich um und verkündete. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld, Kommandant. Und diesmal werde ich dem Osmanischen Reich seine Maske vom Haupt schlagen. Wie andere Soldaten bezog Wien Stellung an einer der beiden Barrikaden, wo die Mauer bereits gefallen ist. Die Holzfalisaden waren schneller errichtet worden, um die Lücken zu füllen, aber waren nur ein schmächtiger Ersatz. Eine weitere Explosion unter der Erde würde die gesamte Mauer zum Einsturz bringen. Und das hatte das Osmanische Reich geplant. Siegessicher und mit einer gewissen Gier in den Augen blickte er vom Lager aus zur Mauer.
hinter der Wien lauerte. In den letzten zwei Monaten ist der Hauptstadt oft im Kampf begegnet und es steigerte sich sein Interesse an ihr umso mehr. Er wollte diese starke Frau zu einem Teil von sich machen und dann nie wieder von seiner Seite lassen. Er wollte mitbekommen, dass ein Einsatzherr eingetroffen war, um Wien zu befreien. Aber Osmanisches Reich und der Großvezier hatten bereits einen Plan ausgeklügelt. Der Großvezier würde mit einigen Männern dem Einsatzherr entgegentreten, während das Osmanische Reich mit den besten Männern dem Herr entgegentrat. Was? Gottverdammt. Er hatte mitbekommen, dass ein Einsatzherr eingetroffen war, um Wien zu befreien. Aber Osmanisches Reich und der Großvezier hatten bereits einen Plan ausgeklügelt. Der Großvezier würde mit einigen Männern dem Einsatzherr entgegentreten, während Osmanisches Reich mit den besten Männern der Armee Wien entgegentrat. Sie waren selbstbewusst, dass sie auch mit wenigen Männern dem Angreifer überlegen waren und sie Wien bald Teil des Osmanischen Reichs nennen würden. Macht euch bereit für den Angriff, Männer, befehligte das Reich seinen Teil der Soldaten. Die Stadt ist so gut wie unser. Sobald die Fässer explodiert sind und die Mauer fällt, kämpft mit aller Stärke, aber Wien überlasst ihr mir. Er wollte dafür sorgen, dass Wien sich die Schlacht überlebt und sich ihm immer gab, sobald der Sieg sicher war. Wären sie endlich sein. Wart nur, schöne Blume, murmelte er mit einem Lächeln. Bald gehörst du mir. Der Angriff kam noch, bevor die Sonne aufging, und während das Einsatzherr mit der Armee vom Großvezier kämpfte, verteidigte Wien mit den Soldaten die Stadt gegen die immer wiederkehrenden Angriffe. Dabei hatten die Osmanen die Oberhand und kamen den Verteidigungsfeinden immer näher. Doch nicht alles lief nach Plan. Die geplanten Explosionen vom Osmanischen Reich traten nicht ein. Nur war er zu sehr in den Kampfhandlungen verstrickt, um zu überprüfen, was in den Tunneln vor sich ging. Derweil kam das Einsatzherr immer näher. Österreich, Sachsen, Bayern und viele andere Länder kämpften sich mit den Truppen in glühender Hitze weiter zum Lager der Osmanen vor. Am Nachmittag hatten sie zwei wichtige Standpunkte eingenommen, als Polen und Litauen zu ihnen stießen und mit den berüchtigten Husaren durch die Verteidigung des Großvezier schnitten. Großvezier Kara Mustafa wusste, dies war der Ende seiner Belagerung und rief zur Flucht. Er schickte Nachricht zum Osmanischen Reich, ebenfalls zu fliehen, während er bereits Richtung Kiew floh. Dabei waren sich Wien und Osmanisches Reich im Kampf wieder Angesicht zu Angesicht. Statt Musketen nutzten sie ihre Schwerter und Wien parierte seine Angriffe geschickt. Doch auch er merkte ihre Müdigkeit. Gib einfach auf, Wien, rief er zwischen dem Klirren ihrer Schwerter, als sie aufeinander prallten. Ich verspreche mich gut, um dich zu kümmern. Der Blick in ihren Augen zeigte die pure Abneigung. Niemals. Da ging sie in den Angriff und er hielt unter Anstrengung seine schöne Blume, war stärker als er dachte. Wäre sie nur nicht so stur. Das besagte Reich war so tief im Kampf versunken, dass er kaum merkte, wie ein Soldat hektisch durch die Verteidigungstunnel lief und rief: Rückzug! Der Kampf ist vorbei! Alle Soldaten, Rückzug! Völlig geschockt wandte das Osmanische Reich seinen Blick von seiner Gegnerin ab und konnte es nicht fassen, was er vernahm. Das Großvezier hatte versagt? Sie hatten schon wieder verloren? In seinem Unbehagen hatte er den Fehler gemacht, Wien aus den Augen zu lassen, welche ihre Chance nutzte. Sie drückte ihn von sich, als er kurz taumelte, schlug sie ihm mit ihrer Faust ins Gesicht. Verschwinde sofort und merke dir, ich werde nie dir gehören. Sie wirkte dabei so stark, so entschlossen, obwohl sie vom langen Kampf mitgenommen war, so schön in seinen Augen, dass es ihm kurz den Atem raubte. Ein Soldat half ihm hoch und brachte ihn schnell weg vom Schlachtfeld, während sein Blick sich abermals zu Wien drehte. Sie blickte unnachgiebig in seine braunen Augen, als sie ihre Schwert in die Luft hob, als Zeichen ihres Sieges. Der Sieg für Österreich, rief sie laut und klar über das Geschehen von sich. Und die Soldaten Wiens begannen zu jubeln, als es klar war, sie hatten gegen das Reich gesiegt, erneut. Wien stand stolz auf den Schlachtfeld, als ihr Bruder Österreich wie Sachsen und Bayern zu ihr stießen. Sie atmete erleichtert auf, als sie in die Augen ihres Bruders blickte und ließ ihr Schwert fallen. Stattdessen ging sie auf Österreich zu und die Geschwister hielten sich den Arm nach zwei Monaten der Trennung. Nun war es wirklich vorbei mit dem Kampf. Die Erleichterung gab ihr den Rest und sie brach kurz darauf in seinen Arm zusammen. Wien! Riefen ihre Geschwister erschrocken auf, als sie ohnmächtig wurde. Österreich hielt sie fest und ging mit ihr langsam zu Boden, als Polen und Litauen zu ihr stießen. Das sieht total nicht gut aus, behauptete Polen und zeigte auf Wiens Rücken. Erschrocken blickten die deutschen Länder auf ihre große, blutende Wunden, welche nur wenig Anzeichen auf Heilung zeigten. So schlimm war es schon um ihre Schwester gewesen.
Wir müssen das sofort behandeln, forderte Sachsen auf und mit einem Nicken nahm Bayern die Heldin hoch in seine Arme und trug sie in die Stadt zum nächsten Krankenhaus, gefolgt von den anderen besorgten Ländern. Bina wachte zum Glück am nächsten Tag und war nicht in Gefahr zu verschwinden. Aber die Wunden auf ihren Rücken würden niemals vollständig verheilen. Auf ewig würden die Narben auf ihrem Rücken als Erinnerung an die zweite Türkei-Belagerung da sein. Selbst wenn sie verblassen, würden die Spuren immer sichtbar sein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen jetzt Muffin Frühs, wie sie begeistert Müsli und Obst isst. Darf ich erst mal fragen, was das ist? Kokosjoghurt mit Vanille, Haferflocken, Birnen und Äpfel. Es tut mir leid, dass hier irgendwas ist. Sie haben es ja gerade gesagt. Weißt du, welche Sachen essen, die ich nie in meinem Leben gegessen habe? Für mich. Das ist Standard. Wie spät ist es? Kurz vor 13. Oh, normale Zeit, da jetzt auszustehen. Und in dieser Zeit, meine Damen und Herren, schneide ich gerade das Video. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das war der Auszug von der OC-Besitzerin Theresa. Die Gute schreibt sehr gerne und viel. Und das war halt zu diesem Bild ein Kapitel, was ich mit aller Ehre in meinen besten Versuchen vorgelesen habe. Es tut mir leid, dass ich ab und zu gefehlt habe. Ich hoffe trotzdem, Theresa, wenn du das hörst, es blutet dir nicht zu sehr in der Seele, wie ich manchmal so mittendrin im Satz verkackt habe. Aber I tried my best at least. Aber ansonsten zum Bild. Falls ihr übrigens Künstler kennt, die echt unglaublich gerne Wunden einfach nur zeichnen, ob es Knochenbruch ist, die richtig fette Fleischwunde oder meinetwegen auch Veralterung, haut mir den Link von denjenigen bitte in die Kommentare. Ich will da noch mehr rausholen, was Wunden zeichnen belangt. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mal wieder zu tun. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich würde sagen, Sie haben genug meine Honigstimme gehört. Ich schaue jetzt nur noch Musik rein. Genießen Sie den Rest des Videos! Hören Sie auf, meine Tonspur zu reden! Verdammte Kacke! Verdammte Besucher hier immer, ey!
Kommentar zu machen und zu liken und mir zu folgen, weil ich ganze verfickte 4 Seiten Word-Dokument abgeschrieben habe, weil mein Drucker sich dachte, fick dich. Sie sehen hier extreme Zeitraffung. Ich möchte bitte aus Mitleid irgendwas davon wieder haben. Danke.